Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe, der Teilzeit World of Warships Spieler und heute mit meinem dritten Premium-Schiff, die Acasta. Und ja, was soll ich sagen bisher? Es ist ein netter Zerstörer mit einem großen Nachteil, den ich hasse. Und zwar unsere Erkennbarkeit zu Wasser ist 6,8 Kilometer und unsere Reichweite Torpedos sind nur 6 Kilometer. Ich muss mal gucken, ob wir irgendwie, ob ich jetzt irgendein Zusatzkram, Material oder so. Es gibt zwar Fahnen, da können das, kannst du die Reichweite, glaube ich, auch verlängern. Aber das ist natürlich ein Verbrauchsmaterial, was immer verbraucht wird. Das ist natürlich ein bisschen doof. Na, also Hauptbatterie ist ein bisschen weiter als zum Beispiel bei der Mini-Katze. 11,1 Kilometer, also 11 kann man sagen. Dafür ist die Flak-Reichweite sehr kurz, von 1,2 zu 2,5 Kilometer. Ist auch mein erster britischer Zerstörer. Ich glaube, die gibt es nur in Premium-Variante. Und das Schiff, die Besonderheit bei diesem Schiff ist eigentlich, man kann es kostenlos quasi erspielen, indem man, zurzeit gibt es ja die Royal Navy-Geschichte, da gibt es Missionen, die man machen kann, und da kann man Kisten, bekommt man Kisten quasi. Und in diesen Kisten kann es sein, wenn du Glück hast, dass du eine Mission zu dieser Acasta bekommst. Dass du, ich weiß nicht mehr, was das war. 11 Millionen, nee, gar nicht 11 Millionen war es nicht. Irgendwie, keine Ahnung, 11 Millionen Schadenspunkte. Nee, waren es Millionen? Aber es war richtig viel. Man muss richtig irgendwie Erfahrungspunkte sammeln. Ich glaube, Erfahrungspunkte oder Schaden machen. Irgendwas von beiden. Egal, eine Mission. Und man hat auch genug Zeit. War eigentlich easy peasy. Ich hatte noch einen Tag oder zwei Tage Premium. Ich habe es wirklich in ein, zwei Tagen erspielt. Natürlich hatte ich dann auch einen Anreiz zu spielen. So quasi, man will das Schiff ja haben. Und, ja. Finde ich cool, dass man halt, wie gesagt, auch ohne Kohle oder irgendeine Verbrauchsmaterialien Schiffe erspielen kann. Diese Royal Navy-Geschichte finde ich toll. Es gibt noch eine Zusatzmission. Man kriegt noch einen Orden, wenn man halt 15 Mal... 10 bis 15 Mal mit diesem Schiff siegreich war. Ich glaube, 10 Mal war es. 10 Mal bis zum 15.10. So war das wahrscheinlich rum. Und, ja, die Acasta, wie gesagt, ich mag es nicht, wenn die Erkennbarkeit höher ist als die Torpedoreichweite. Daher kann ich bisher dieses Schiff noch nicht so gut spielen. Was man machen muss, finde ich, bei dem Schiff immer aus Hinterhalt. Wir wurden bisher noch nicht entdeckt, glücklicherweise. Ich weiß nicht, vielleicht ist einer so doof und fährt hier an dieser Insel vorbei. Vom Maschinenstock. Alles in eine doofe Ecke. Wir haben hier links und rechts kaum Deckung. Richtig als Ballerbude würde ich dieses Schiff auch nicht bezeichnen. Ich weiß nicht, wie schnell er nachlädt, aber Schadensoutput war bisher noch nicht so der Hammer. So, da kommt ein Ziel und ich habe fast verpennt. Ja, aber er hat noch genug Zeit zum Reagieren. Wir schießen ihn trotzdem mal. Ach ja, er trifft mich natürlich. Leck mich doch. Er dreht ab. Ja, Nachladezeit seht ihr ja schon. Ich glaube, es sind 90 Sekunden oder so. Aber es ist bei Stufe 5 Fahrzeugen wird das halt länger. Boah, jetzt muss man auf den Schuss ausweichen. Versucht die Position nochmal einzunehmen. Die Ecke scheiße. Ich hätte nicht herfahren sollen. Der Nate kommt. 22 Sekunden. Und wir wurden entdeckt. Scheiße. Liebchen. Jetzt steuert der andere natürlich weg, ne? Und da haben wir einen anderen Zerstörer.
Jetzt heißt es abhauen. Abhauen. Ich bin auf dem Weg zurück, wenn er mich gemeint hat. Gegnerischer Kreuzer versenkt. Wir haben zwei erwischt. Zwei? Wir haben einen gegnerischen Kreuzer versenkt. Wie zwei? Was haben wir zwei erwischt? Zwei Ziele auf einmal? Wollt ihr mich verarschen? Nee, ne? Da ist auch nur einer. Ist auch nur ein Schiff. Verstehe jetzt gerade nicht, was das sollte. Mal gucken. Versuchen wir den anderen Zerstörer erstmal rauszuschießen. Ah. Ich bleib bei der Insel. 40 Sekunden. Und dann versuchen wir es mit der Wyoming. Einer! Fuck you, ey. Scheiße, da habe ich dich zu spät gesehen. Scheiße. Problem gelöst. Der war überrascht, wo kam der her? Das hab ich echt. Ein Torpedo und ich fahre noch rein, ey. Das gibt's nicht. Feuer auf festgelegtes Ziel konzentrieren. Nebelwerfer gestartet. Nee, er dreht ab, ne? Aber wir leben noch, ich hätte es nicht gedacht. Aber wir leben noch. Das zählt. Vielleicht kriegen wir die Wyoming noch angesteckt so. Aber hat es schon gelöscht. Kriegen sie nochmal angesteckt. Und das ist doof. Weg, 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 weg. Wir ziehen uns hier zurück. Schade, noch ein zweites Mal wäre echt toll. Ja, oh, das ist hart, ey. Tsuhiyo, bitte nicht deinstallieren. Einfach Beta testen. Flugzeugträger sind nicht leicht. Hat den gerade zerpimmelt? Da macht er überhaupt was? Ich finde manchmal die Leute, die das Spiel spielen, sind zu Anfängern echt hart, aber... Ja, es gibt halt Leute, die können es halt nicht. Ich kann es auch nicht so richtig. Ich bin auch eher mittelmäßig, bin ich ganz ehrlich. Was macht Spaß? Das Spiel macht Spaß, aber wir haben jetzt keine... Das, was ich jetzt hier mache, ist ein Rückzug, weil Wyoming und König, die sind zu weit draußen, da müsste ich ranfahren und ich habe zu wenig HP. Ich versuche da irgendwie zwischen den Inseln zu kommen. Da. Weil Ihmchen jagt jetzt unseren Flugzeugträger. Und vielleicht können wir der Wyoming noch ein paar nette Torpedos da lassen. Ah, das... Keine Jäger mehr. Gegen was kämpft er überhaupt? Gegen den Amerikaner. Der hat natürlich gute Jäger. Wir wurden gesichtet. Von diesem verfickten Torpedo. Jetzt sind wir natürlich gefundenes Fressen von der Wyoming. Und die hat genug Munition, um uns nämlich den Hintern zu versohlen. Na, geht nicht um uns. Schade. Schade, New York, weich aus. Aber richtet nicht auf uns. Vielleicht kriegen wir den auch nochmal ins Brand gesteckt. Aber ich glaube, ich riskiere es jetzt einfach. Torpedos. Raus. Ja. Jetzt hier auf uns. Wir machen
uns mal ein bisschen quer. Vielleicht ein bisschen Nebel. Scheiße, er ist im Arsch. Ach, ich wollte ihn doch töten. Ich wollte ihn doch töten. Lebst du noch? Gut. Nebelwand gelegt. Alle Stationen, Feuer auf das Ziel konzentrieren. Ja, ich überlege, wie ich da rankomme. An das Ziel. Ich brauche Unterstützung. Ja, das kann ich nachvollziehen, aber bin ich nicht. Einschlagen. So, also, wir haben da gerade zwei Schiffe, ein Schiff verloren, der Gegner aber auch. Zwei sind hier. Ich weiß nicht, wo der andere ist. Bestimmt noch hier irgendwo einer und hier ist bestimmt irgendwo der CV. Flugzeugträger. Das Ding wollen wir jetzt natürlich nach Hause bringen. Überlege, soll ich eher den Flugzeugträger jagen? Der König ist natürlich wieder schön rausgefahren. Ja, nicht nahe an der Insel. Da könnten wir gleich wieder einen verlieren. Das wird spannend. Das wird spannend. Ich gehe doch auf New York Turnaround. Noch eine Drehung hin, bevor er zu uns kommt. Vielen Dank, Captain. Ne, er wird uns gleich sowas von sehen. 6 Kilometer habe ich gesagt, ne? Ach, leck mich doch am allerwertesten kleines Akasta-Schiff. Ja, da sind aber zwei Schlachtschiffe und ich weiß nicht, wie ich die, ja, da eliminieren sollte. Oh, ein bisschen Nebelchen. Ah ja, wir haben nur Reichweite von 2,5 Kilometer. Nebelwand gelegt. Ach. Wir versuchen es, komm. Wir versuchen es. Ja, nicht alleine ankämpfen, aber... Komm, ey, wenn er mir so schön nah ranfährt, dann... Einfach mal... hinpacken. Upsala. Und hier gleich wegfahren. Wegfahren. Treffen wir was? Oh, nee, ne? Der weicht aus. Gegnerische Schlachtschiff versenkt. Unser Team hat die Führung übernommen. Nett, nett. Kannst mir auch sagen, was du willst. Das war gut. Wir haben zwar wieder irgendwie 300 HP verloren. Viel Glück und ruhige Wasser. Und jetzt wird er mich hier versuchen, natürlich zu eliminieren. Also er nicht, aber er weist meine Position weiter. Und wenn er nämlich natürlich irgendwie Flak hat oder Flak sei schon, Torpedoflugzeuge oder so. Ja, nämlich genau das, was da kommt. Und ich mache jetzt einfach mal Nebel. Nebelwerfer gestartet. Los, ich brauche Nebel. In der Hoffnung, dass er mich jetzt nicht sieht. Nebelwand gelegt. Weil ich habe natürlich nicht viel, ja, AP und wenn ich natürlich jetzt mich hier... Scheiße. Meine Verstärkung geht gerade, glaube ich, drauf. Oh nein! Nein! Der ist auch angeschlagen. Das wird echt eine knappe Sache hier. Versuch jetzt raus. 11,11 habe ich gesagt. Dieser scheiß Flugzeugträger.
Weil eine Bombe muss uns nur streifen, dann sind wir quasi weg. Und das ist beim Kollegen, na gut, der hat ein bisschen mehr. Die werden jetzt hoffentlich zusammen ihn angreifen. Oh, er sieht uns schon wieder. Ey, diese kleine Ratte, der ist gut. Next fail ist New York. Gefecht endet in 5 Minuten. Ich glaube, das Hauptproblem ist jetzt noch hier dieser Flugzeugträger. Ich bin eh entdeckt. Also ich weiß nicht, ob mein Kollege entdeckt wurde. Ich bin entdeckt worden. Und ich werde einfach mal schießen. No, no cap. Ja, gut. Aber hallo, da, guck mal, da ist ein König. Was soll ich denn dagegen cappen, Alter? Der braucht mich nur einmal irgendwie anhauchen. Und dann war's das. Bin ich weg. Ich habe keinen Nebel mehr. Das ist mein Problem. Ich brauchte einmal Nebel, um natürlich auszuweichen in diesen Flugzeugen. Wenn ihr den König bespaßen könnt, ne, dann kann ich cappen, Alter. Dann kann ich cappen, aber der König ist echt hart. Ja, kann ich ja nichts entgegensetzen. So. Ja, wir weichen aus. Da ist nämlich der Bomberspaß. Ich kann versuchen, da hinzukommen. Dreh ab und ich cappe. Der andere soll ja diesen Flugzeugträger beschäftigen. Ich versuche jetzt unentdeckt zu werden und mich ans Fels ranzuschleichen. König guckt in meine Richtung. Das gefällt mir gar nicht, König. Aber solange er vielleicht diesen Flugzeugträger beschäftigt und ich nicht gesehen werde, kann ich vielleicht diesen Punkt einnehmen. Feuer auf festgelegtes Ziel, konzentrieren. Ey, ich feuer da jetzt bestimmt nicht drauf. Du. 2 Minuten muss ich einnehmen. Das ist... In der Zeit kann die König hier einmal um die Insel fahren und hat, kann mir Hallo in den Arsch ficken. Nein, das... Entschuldigung, das wollte ich nicht sagen, aber... Ich glaube, ich fahre jetzt hier hin. Und hoffentlich beschäftigt ihr ihn. Na gut, ich ab hier könnte ich ihn vielleicht ein bisschen unterstützen. Vielleicht nochmal eine Runde in Brand setzen. Wenn er seine Rohre nicht auf mich... warum kann ich nicht drehen? Danke. Geht doch schneller, als ich dachte. Flugzeugträger ist beschäftigt. Einmal am Brand stecken. Das könnte es schon gewesen sein für den König. Einen haben sie schon erwischt. Na, jetzt komme ich natürlich nicht mehr so richtig ran. Schade. Nicht in Brand gesetzt. Noch ein bisschen näher ranzukommen, aber wie gesagt, jetzt bin ich aus meiner Reichweite. Wir haben... Oh, der Flugzeugträger ist weg. Der Flugzeugträger ist weg. Nice, gut gemacht. Ja, aber... Pff, ich habe ja irgendwie von uns. Nee, egal. Toll gemacht. War eigentlich ein gutes Spiel, aber... Naja, toll gemacht. War eine gute Runde. War wirklich eine gute Runde. Ich glaube, die bisher beste mit der Acasta bei mir. Also ich habe auch mehr aus dem Hinterhalt angegriffen. Das war auch die einzigste Möglichkeit mit diesem Schiff, was man machen kann, finde ich. Jetzt kann ich so ein bisschen die Leute verstehen, die ein bisschen, ja, eher aus dem Hinterhalt angreifen.
Aber das mit zweimal, ich glaube, wir hatten das einfach jetzt zweimal vernichtender Schlag. Er war persönlich. Ich glaube, wir haben einfach zwei Schiffe hintereinander platt gemacht und dann beides Mal zerstören sie mindestens zwei gegnerische Schiffe. Das zweite Ziel muss 10 Sekunden nach dem ersten zerstört werden. Okay. Aber innerhalb von 10 Sekunden quasi zwei Schiffe versenkt? Was? Habe ich noch nie gehabt? Das war echt Zufall. Ja gut, die waren alle umgeben von der Insel und naja, gute Runde, finde ich. Also, wie viel HP hat das Schiff gehabt? 20.000? Boah, dafür 72.000 ungefähr, ich weiß es gerade nicht. Lief gut. Gehen wir kurz zum Hafen. Dann will ich euch nochmal zeigen, wo ihr nämlich das erspielen könnt. Das wisst ihr wahrscheinlich schon. Ich sag's trotzdem, vielleicht weiß es der eine oder andere nicht. Wie gesagt, wir haben diese Royal Navy-Geschichte. Und jetzt habe ich hier schon gerade irgendwas gemacht. Toll. Und ja, wenn man hier die Mission abschließt, quasi, die hier aufgelistet werden, kriegt man diese Royal Container. Und in diesen Containern war diese Mission für die Acasta drinne. Und dann konnte man den erspielen. Und zurzeit gibt es ja da, wird es schon angezeigt, diese Mission bis zum 15.10. Also es gibt es, glaube ich, einfach nur hier das britische Zerstörersymbol. Will ich eigentlich nur, deswegen eigentlich nur haben. Man kriegt nichts Tolles dafür, aber nettes Gimmick. Also ich, ja, warum nicht? Ne, gibt es zwar nichts anderes. 15.10. Und bisher war ich nicht so erfolgreich. 4 von 10. 4 von 10 muss man haben, um diese Medaille zu bekommen. Naja. Haben wir noch so einen Container? So. Da ist nämlich so einer. Aber ich glaube, die Mission kriegen wir nicht ein zweites Mal. Jetzt macht ja keinen Sinn. Und dann gibt es noch die andere Währung, die ich einfach zu wenig habe. Ja, das sind halt die Kisten. Und daher habe ich auch die Mission. Ja, das war, was ich zeigen wollte. Mein drittes quasi, ja, mein drittes Premium-Schiff. Und ich bin auch der Meinung, das will ich noch ganz kurz zeigen. Ich glaube nämlich, Forschung. Briten haben nämlich keins. Genau, man hat hier nur die Kreuzer und nur Schlachtschiffe. Und ach, der ist noch gar nicht zu kaufen, der Acasta. Also man kann ihn nur quasi gerade erspielen. Aber ich denke mal, später wird er auch per Dublon kaufbar sein. Per Kohle sehe ich, warte mal. Es gibt noch einen Zerstörer. Definitiv, aber der kann man nicht mit Dublon kaufen. Der ist im Arsenal und den kann man irgendwie. Das ist auch nur eine Stufe 3 Zerstörer. Ich will jetzt keinen Schmuh erzählen, darum gucken wir nochmal kurz nach. Schiffe. Runterscrollen. Ja, das ist ein Zerstörer. Campbelltown. 20.000 Kohle braucht er. Und ja, das sind eigentlich. Gibt es zwei Zerstörer von den Briten, die man entweder übers Arsenal oder jetzt über die Royal Navy kaufen oder erspielen kann? Gut zu wissen, da helfen einen Dublonen nicht. Die kann man halt nur so erspielen. Finde ich ganz cool. Ansonsten, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und es war auch ein bisschen informativ. Die Acasta, nochmal ein paar Eckdaten. Ins Dienst gestellt 1930, 10 maximal. Ja. Die Briten hatten wohl nicht so viele Zerstörer. Na gut, gut zu wissen. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar da. Abo wäre noch cooler. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.